Hallihallo, Shalom, Shalom. Ich bin hier im Afsat Nationalpark, das Weltkulturerbe auf dem Berg zwischen Beersheba und Mitzpeh Ramon in Israel. Schaut mal, sowas früher, Kamele sind hier geritten. Das war das Königreich der Nabatäer. Der König hat hier alles hier aufgebaut. Es wurde Handel getrieben und es wurde ganz reich, dieses Königreich. Rundherum Wüste. Hier haben Zisternen gebaut. Alte Tempel sind hier zu sehen. Drittes Jahrhundert. Ich bin auf historischem Boden. Alles riesig hier, wirklich riesig. Eine riesige alte Stadt. Alles alte Steine. Hier kann man nachempfinden, wie es war. Ziegenhaltung. Hier haben sie getrunken. Sie haben Zisternen gebaut. Die Nabatäer, das alte Volk. Von Araber waren das. Hier oben wunderbare Luft. Ausblick auf die Wüste. Die Flagge Israels. Eine alte Weinpresse soll das sein. Hier das Eingangstor in die Stadt. Und hier wunderbar die Säulen zu sehen. Alte Tempelreste. Die Nabatäer wurden sehr reich durch Handel mit Gewürzen und haben es mit Kamelen transportiert. Alte Tempelreste. Und leider wurde Nabatäer vertrieben von mehreren Völkern, auch Römern und Osmanen. Ein weiter Blick auf die Wüste, alles rundherum Wüste und eine Straße durch die Wüste. Alles Liebe, bis bald. Es geht wieder runter in die Wüste.